Schluss mit angezogener Handbremse, denn beim großen Finale der GameStars 2015, der Kategorie Bestes PC-Spiel, treten endlich die technisch bestaussehendsten Spiele ohne die Limitierungen der Konsolenhardware gegeneinander an. Oder etwa doch nicht? Denn obwohl einige der von den GameStar-Lesern bestplatzierten Spiele in der Kategorie grafisch ganz vorne mit dabei sind, gibt's auch so manche Überraschung. Aber der Reihe nach. Bei Platz 5 ist es keine Frage der technisch besseren Version, denn das Aufbauspiel Cities Skylines ist bislang ohnehin nur für den PC erschienen und hat sich da innerhalb kürzester Zeit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Denn wo seinerzeit SimCity scheitert, legt Cities Skylines in Sachen Simulation, Komplexität und Modfreundlichkeit eine ordentliche Schippe drauf. Und allzu schnell wird den Hobbystädteplanern auch der offizielle Nachschub nicht ausgehen, denn nach After Dark steht mit Snowfall schon die zweite offizielle Erweiterung in den Startlöchern. Life is Strange ist dagegen kein PC-Exklusivspiel, das Episodenabenteuer von Dontnod gilt aber auch nicht als Technik-Vorzeigespiel. Die Qualitäten der Geschichte rund um Freundschaft, Verantwortung und Zeitmanipulation liegen dagegen woanders, denn kaum ein PC-Spiel hat seine Community 2015 noch so lange nach dem Abspann beschäftigt, wie die in 5 Episoden aufgeteilte emotionale Achterbahnfahrt von Protagonistin Max Caulfield. Und auch wenn es für Max, Chloe und Co. nicht für ganz oben auf dem Siegertreppchen gereicht hat, in den Herzen der Fans ist Life is Strange ein ganz besonderer Platz sicher. Auf Rang 3 landet dagegen ein Spiel, bei dem die PC-Technik klar große Sprünge gemacht hat. 4K-Auflösung, irrsinniger Detailgrad und gigantische Sichtweite lassen keinen Zweifel daran, dass die PC-Spieler für ihre 2 Jahre Wartezeit nach Xbox 360 und PS3 klar die hübschere Version bekommen haben. Darüber hinaus gibt's für den PC, wenn auch nicht offiziell unterstützt, eine aktive Mod-Community, die das durch lange Story-Kampagne und umfangreichen GTA-Online-Multiplayer ohnehin schon riesige Gangster-Epos noch mehr erweitern. Doch auch offiziell gibt's von Rockstar kostenlosen Multiplayer-DLC-Nachschlag. Wie soll das jemals langweilig werden? Kaum ein anderes Spiel wurde in den vergangenen Jahren so sehnlich erwartet wie Fallout 4, dass es also in den Top 5 der GameStars PC-Spiele landet, ist keine große Überraschung. Trotzdem räumt ausgerechnet die PC-Fassung in Sachen Grafik und Bedienung nicht die volle Punktzahl ab. Das dürfte den zahlreichen Fans des Endzeit-Rollenspiels aber herzlich egal sein, denn die wählen Fallout 4 für seine tolle Spielwelt, das umfangreiche Crafting, die noch besseren Feuergefechte und die Aussicht auf endlosen Mod-Nachschub verdient auf Platz 2. Willkommen daheim. Für den ersten Platz war sich unsere Community sehr einig, denn The Witcher 3 Wild Hunt hat mehr Stimmen bekommen als die Plätze 2 bis 5 zusammen. Ich wiederhole das gerne nochmal, mehr Stimmen für The Witcher 3 als für die Plätze 2 bis 5 zusammen. Aber weswegen? Ist es die spannende Geschichte mit ihren wendungsreichen Quests, die gigantische Spielwelt mit ihren unzähligen erforschbaren Geheimnissen, das nochmals verbesserte Action-Kampfsystem oder aber doch die atemberaubende Grafikqualität, die eindrucksvoll beweist, wozu man sich einen Monster-PC unter den Schreibtisch gestellt hat? Die Antwort lautet ja, ja, ja und nochmals ja, und das Ergebnis ist ein weiterer Sieg für The Witcher 3. Das mit rekordverdächtigen 6 Preisen in den Kategorien Bestes PC-Spiel, Bestes PlayStation-Spiel, Bestes Xbox-Spiel, Bestes Rollenspiel, Community-Liebling und Bester Spielmoment GameStars-Geschichte schreibt. Herzlichen Glückwunsch an CD Projekt Red und wir sind schon jetzt gespannt, wer bei den GameStars 2016 das Rennen macht. Ein Witcher-Add-on steht ja noch in den Startlöchern.